The groan of the father for honor from his children. Das ist vom Grund seines des Vaters, dass er der eigentlich der Besitzer seiner Kinder ist. And we are privileged to listen to this groan of the father. Und wir sind privilegiert, wir sind bevorzugt, wirklich diese Sorge, diesen Schmerz des Vaters zu hören. God has allowed us to hear his groans with the full hope that we will do something about it. Und Gott gestattet es, dass wir sein Stöhnen, sein Seufzen hören, um in der Absicht, dass wir etwas dagegen tun können. In other words, we are in our own way honor God. Also wir in unserer eigenen Art und Weise gehören Gott. And also honor God for the sake of others who do not bother about it. Und wir gehören Gott auch in der Absicht für die anderen, die nicht auf ihn hören. In spiritual language we say reparation. Also in der geistigen Sprache nennen wir das Wiedergutmachung. So we love God and also we do acts of reparation. Also wir lieben Gott und wir tun auch Werke der Wiedergutmachung. God's mercy has not been received. Die Barmherzigkeit Gottes wird nicht empfangen. Instead we have rebelled against him. Anstatt dessen haben wir uns dagegen aufgelehnt. And therefore we try to console God. Und deswegen versuchen wir Gott wieder zu trösten. We do reparation for the sins of ourselves and for the world. Und wir versuchen unsere eigenen Sünden und die Sünden der ganzen Welt wieder gut zu machen, dafür einzustehen. This is a secret that the Lord told Saint Faustina. Das ist ein Geheimnis, das der Herr der heiligen Schwester Faustina offenbart hat. To do penance for her sins and the sins of the whole world. Für ihre eigenen Sünden Wiedergutmachung zu leisten und für die Sünden der ganzen Welt. To learn to love Jesus for her own sins of the past and also to repair to do reparation for the insults Jesus has received. Und also Jesus zu lieben für die Sünden, die sie selber in ihrer Vergangenheit begangen hat, aber auch Jesus zu lieben für die Wiedergutmachung der Sünden der ganzen Welt. And I would say this is our parting message. Also ich, das würde ich sagen, ist die Botschaft, die wir heute noch mitnehmen. If we are the children of God, wenn wir doch Kinder Gottes sind, the Lord is asking us, bittet der Herr uns, where is the honor that is due to me? Wo ist der, der mir gehört? The animals and the they know in natural way to respect their honor. Der Ochse und der Esel, natürlicherweise wissen sie, wer ihr Besitzer ist und wem sie gehören. But God's beloved children are forgotten that he is their father. Aber Gottes geliebte Kinder, sie haben vergessen, dass er ihr liebender Vater ist. And through the word of God and through the meditation of these days, the Lord is reawaking in me. Und durch das Wort Gottes und die Verkündigung in diesen Tagen weckt der Herr das in mir neu. The way to show him honor. Wie ich ihm zeigen kann, dass ich ihm gehöre, wie ich ihm meine Ehrerbietung geben kann. There are hundreds and hundreds of ways to show honor to God. Also es gibt hunderte von Wegen, wie wir Gott die Ehre geben können. But inspired by the Spirit, I want to propose to you one way. Aber inspiriert durch den Heiligen Geist möchte ich euch einen Weg aufzeigen. And with this we shall conclude. Und damit werden wir dann abschließen heute. Psalm 50, Vers 23. Ich lese den Psalm 50, Vers 23. Psalm 50, 23 says, those who bring thanksgiving as a sacrifice honor me. Wer Opfer des Lobes bringt, ehrt mich. Wer rechtschaffen lebt, dem zeige ich mein Heil. Wiederholen wir das. Wer Opfer des Lobes bringt, ehrt mich. Noch einmal. Wer Opfer des Lobes bringt, ehrt mich. If we are called to be God's children, wenn wir gerufen sind, Gottes Kinder zu sein, let us be grateful and offer him thanksgiving. Dann sollen wir großzügig sein und ihm immer wieder unseren Dank erweisen. And this thanksgiving we cannot do by ourselves. Und diese Danksagung können wir nicht aus uns selbst. And therefore Jesus himself has come to teach us how to honor God. Und deswegen ist Jesus selbst gekommen, um uns zu lehren, wie wir Gott gehören. Through the prayer that he taught us. Durch das Gebet, was er uns gelehrt hat. Through his entire life.
durch sein erdirdisches Leben, to the word, through the words that he spoke to us, durch die Worte, die er zu uns gesprochen hat, and most importantly through his passion, death and resurrection. Und am allerwichtigsten durch sein Leiden, sein Sterben und and seine Auferstehung. Entering into this Paschal mystery, this mystery, this secret. Und wenn wir in dieses Geheimnis seines Paschalmysteriums eintreten, we offer God thanksgiving. Dann bringen wir Gott Dank. And this is what we do every day in the Holy Eucharist. Und das geschieht, das tun wir jeden Tag, wenn wir die Heilige Eucharistie feiern. So let us resolve ourselves, you and me, let us remind each other that we who have been privileged, also lasst uns immer wieder daran erinnern, dass wir auserwählt sind, called to experience our sonship and daughtership in God our Father, dass wir immer wieder unsere Sohnschaft, unsere Tochterschaft in Gott den Vater erneuern. We who have become adopted children of God through Jesus. Wir sind Adoptivsöhne und Adoptivtöchter durch Jesus Christus. Are invited to offer God thanksgiving. Wir sind eingeladen, Gott die Danksagung zu bringen. Offer God reparation. Und auch Wiedergutmachung zu leisten. Through the sacrifice of Christ. Durch das Opfer Christi. That is the Holy Eucharist. Und das ist die Heilige Eucharistie. And therefore let us honor Jesus and let us accept Jesus as our Savior and through him and with him we move forward to the Father. Und so geben wir uns Jesus ganz hin, durch ihn und mit ihm, dem Vater. And so as we prepare ourselves for the concluding blessing, we shall sing the concluding hymn. I would say after the hymn, all of us can come down here and therefore we can pray over all of you very quickly and then give you the final blessing. So we let us sing a hymn of adoration, kind of praise, and then all of us come together and we'll give the simple blessing. Wir machen jetzt, dass wir mit dem Schlusssegen beenden. Danach lade ich euch ein, dass ihr alle einmal herunterkommt, dass ihr euch hier aufstellt und wir für euch alle einmal beten. And after the receiving the blessing, you can sing the final hymn in thanksgiving to Our Lady. Und nachdem wir den einzelnen Segen dann empfangen haben, singen wir, wenn ihr dann wieder oben seid, das Schlusslied zur Mutter Gottes. Okay, so now a hymn of adoration, thanksgiving, a joyful hymn of adoration, thanksgiving, and then the blessing for all of you, and then the thanksgiving to our blessing. Also jetzt ein frohes Lied als Danksagung für den Herrn, dann der einzelne Segen und dann das Lied zur Mutter Gottes. You sing now and sing of a song of thanksgiving and praise now. Now you sing now. No. Sing now. Sing a hymn of praise. Praise. Yeah. Ein Lied zum Lobpreis. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, wir erheben die Hände.
Let's all be here. All those who can walk, come here. Alle, die ihr laufen könnt, bitte ich euch jetzt, hier nach vorne zu kommen. As close as possible. So nah wie möglich. Überall. So? Ja. Hier ganz in der Stufe entlang oder zweite Reihe. You can keep standing. It's easy. Bleib stehen. Yeah, so it's genau. Easy. Okay. If you find it difficult, Rita, you can sit there. Oh, wenn es schwierig ist, Okay, good. Very good. All of us are here, very close to them. Kommt schön nach, ihr Herz ist sehr schön. We are also experiencing the solidarity of being his children, and therefore we also prayed for each other in small groups, right? Did we pray for each other? Habt ihr füreinander gebetet? Did you find it good? War es gut? Was it good? Sehr gut. If it was good, say wave to Jesus. Say hallelujah. 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 Praise to Jesus. Adore you, Jesus. Glorify you, Jesus. So the final message is very important. We are chosen. Also die Abschlussbotschaft sehr wichtig. Wir sind to hear the pulse of God the Father. The pulse of God. Wir sind berufen, den Pulsschlag des Herzens Gottes zu hören. And we are asked to do something about it. Und wir sollen etwas tun. And what is that? What was that we were sharing about? Was haben wir gesagt? What is the Lord God our Father groaning about? What is he? What is he paining about? Was ist die Sorge? Was ist der Schmerz des Vaters? Yeah? Was war das Wort Gottes, was wir gehört haben? Wo hat er uns aufgefordert? What is that? Wir sind nicht immer Gottes, aber wir geben ihm nicht die Ehre. Ja, genau. Wir sind noch. Ja. Ja. Yes. Stimmt das? Ja. Yeah. Then if I am your father, where is the honor? That is? Also ich bin doch euer Vater, wo ist eure Ehrerbietung? Malachi chapter 1 verse 6, we spoke about that. Malachi 1. Kapitel Vers 6. The cattle knows their master, but my people do not know me. Der Ochse kennt seinen Meister, aber mein Volk, es kennt mich nicht mehr. In Rome, people go about with dogs everywhere. In Rome gehen die Leute mit Hunden überall hin. Isaiah chapter 1, verse 2. So every dog knows his master. Jeder Hund kennt seinen Meister. I never heard or seen that one dog goes to the master of another. Ich habe es niemals gesehen, dass ein Hund zu dem Herrn eines anderen geht. Does it happen? No. It doesn't happen. The dogs know their master very well. Also die Hunde kennen ihren Herrn sehr gut. But God's pain today is, if the animals know their master so much, the animals know their master so much. Einer der Schmerz Gottes ist, dass die Kinder, dass die Tiere ihren Herrn sehr gut kennen. Even as a dog or a cattle or a donkey or. Also der Ochse, der Esel, der Hund. But my people do not know me. Aber mein Volk, es kennt mich nicht. My people do not honor me. Meine Leute, mein Volk, sie geben mir nicht mehr die Ehre. My people do not rest their heads on my heart. Mein Volk, es legt seinen Kopf nicht mehr auf meine Brust, um meinen Pulsschlag zu hören. And we are invited to do this. Und wir sind eingeladen, das zu tun. To rest our head on the breast of Jesus. Dass wir unseren Kopf auf die Brust Jesu legen. To hear his groans. Um seine Sorge zu hören. And to do something about it. Und dass wir etwas tun dafür. We are not just come here to receive some blessings and go away. Wir sind nicht einfach hierher gekommen, um Segen zu empfangen und dann wieder zu gehen. I have a problem and I want this problem to be solved when Father prays over me. Also ich habe ein Problem und das Problem wird gelöst, wenn der Vater über mich betet. But we have been called here and commissioned and sent out here. Also wir haben einen Ruf hierher zu kommen und wir bekommen einen Auftrag und werden gesendet. Like a church that is in Ushita, in Camino. Also wie eine Kirche, die in Bewegung ist. To see how our God, who longs for honor and love, can be consoled. Wie unser Gott, der nach Ehrerbietung lechzt,
wie er getröstet werden kann. How we can offer him sacrifices of thanksgiving through our own life. Wie können wir ihm das Dank- und Lobopfer durch unser eigenes Leben geben? And through our participation in the Holy Eucharist, through our adoration, through the night adorations in various ways, we are trying to console God and to do reparation. Also durch die Anbetung, durch die Nachtanbetung, durch so viele verschiedene Arten und Weisen, wann wir auch immer hingehen, können wir das Herz Gottes trösten und wieder gut machen lassen. And therefore I congratulate you and I wish you God's blessing on this very, very beautiful journey. Und dafür möchte ich euch sozusagen gratulieren und ich möchte euch den Segen wünschen auf dieser wunderbaren Reise, auf diesem wunderbaren Weg. This house has inflamed our heart to love Jesus a little more. Dieses Haus, dieser Ort hat unser Herzen entflammt, Jesus ein bisschen mehr zu lieben. And this is the mission that we shall live every day of our life. Und das ist der Auftrag, den wir jeden Tag in unserem Leben leben sollen, immer ein bisschen mehr. Okay, so we shall just sing thank you Jesus many times, just like that. Thank you Jesus. And I will just pray for you very quickly. Also wir singen das vor, werden danken Jesus. You remain in your own places, I will just come there. Bleiben einfach so stehen und dann werde ich zum Herrn gehen. After that, we will sing Tango Mergo here itself and we will receive the blessing. Dann okay? Bleiben wir einfach hier, wir singen hier das Tango Mergo und dann fahren wir hier den Schluss. And then the choir can go back and we shall sing a beautiful hymn to our blessing. Dann geht der Chor nach oben und wir singen das okay, dann Muttergott. Fine. If you can just stay close, either you can sit, but your eyes closed. Ihr könnt eure Augen schließen, stehen, sitzen, knien, wie ihr wollt. Geh umher und segne euch. Your intention is, you can keep standing. Your intention is to thank God, to praise God, not only for the gifts that I have received, but for all the gifts and all the mercy the Lord is flowing, the Lord is allowing to be flowed onto the world through His Son Jesus. Und ihr bleibt einfach still im Gebet. Ihr bleibt im Lobpreis, während ich umhergehe. Ihr betet nicht nur für euch selbst, sondern für all den Segen, für all die Barmherzigkeit, die unaufhörlich aus dem Herzen Gottes fließt. Thousands of tabernacles all over the world, Jesus is present. In tausenden Tabernakeln auf der ganzen Welt ist Jesus gegenwärtig. 500,000. But very often he is also abandoned in the tabernacles. Aber häufig ist er auch eingesperrt im Tabernakel. This anxiety of Jesus he has revealed to certain saints that I feel abandoned in the tabernacle. Und das hat Jesus vielen Heiligen offenbart, dass er sich eingesperrt fühlt im Tabernakel. And therefore God raised up this house where Jesus in the Blessed Sacrament is honored and respected. Und dafür hat Jesus dieses Haus erweckt, wo Jesus Tag und Nacht geehrt und angebetet wird. Okay, das mag ich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.
And Jesus, you sacrificed yourself and gave us this memorial of your passion and death. May we who reverence the sacred mysteries of this passion and death in this Holy Eucharist, we always be given the guarantee of eternal life. This prayer we make through Christ our Lord. Und dass er es versteht, und er wird dann für euch beten. 811.